Aus Nordholz hat sich spontan ein Hubschrauber angemeldet. Der mich hebt einfach auf. Ja, das hat die Brücke so mit. Der Helikopter ist informiert. Das Hauptgeschäft ist nach wie vor das Boarding. Die FGS Eckernförde hat den Auftrag bekommen, den einfachen Kontakt Simon B. zu kontrollieren. Einmal alle hergehört. Ja, alles gut. Was haben wir jetzt vor? Wir wollen Flugbetrieb durchführen, haben sie noch Stationen gerufen. Dazu erwarten wir einen Sea Lynx. Wir wissen derzeit noch nicht, wie viele Personen on board und auch noch nichts über die Endurance. Es wird der Befehl kommen, Check See, Check Luftraum, Nahbereich. Bedeutet, den Nahbereich innerhalb einer Meile absuchen, auf Kontakte, Vogelschwärme, Ähnliches, sowie auch von Achtern die Anflugschneise des Helikopters. Ja, Ampelsignalanlage auf dem Flugdeck einschalten. Wir werden jetzt Flugbetrieb durchführen hier. Aus Nordholz hat sich spontan ein Hubschrauber angemeldet. Wir haben jetzt alles soweit vorbereitet, das Flugdeck vorbereitet, die FO-Kontrollen durchgeführt, das Personal eingewiesen und sind jetzt vorbereitet für diesen spontanen Flugbetrieb. Das ist keine Routine, das ist wirklich Leben in der Lage. Das kann jederzeit mal passieren für so ein Schiff der deutschen Marine. Ich wollte euch einmal mitnehmen an den Sea Lynx MK 88 Alpha. Schön unser Bordhubschrauber hier von der Marine. Dann gehen wir einmal auf Tauchstation. Hier unten unter der Nase befindet sich die Radarantenne. Dann geht es hier weiter nach vorne. Da haben wir hier einmal Homing-Antennen. Die beiden, warte, ich zeige euch das mal, die beiden kleinen Antennen hier auf der Nase. Homing ist so eine Funktion. Das bedeutet, wenn ihr mal auf See seid, also ihr seid im Meer schwimmen und habt eine Rettungsweste an, weil ihr vom Boot gefallen seid etc. pp., dann sendet diese ein Signal aus, wenn ihr im Wasser seid. Und mit diesen beiden Antennen können wir dann euch orten. So, von der Funktionalität her. Dann geht's, können wir hier einfach weitergehen. Zack, hier sind wir noch deutlich viel mehr Antennen. Das sind alles Navigationsantennen. Einmal nach hinten zum Fahrwerk. Das hat auch noch eine Besonderheit. Und zwar ist das Fahrwerk dafür da, große Unebenheiten auszugleichen. Deswegen, ihr seht diesen langen Federweg, den das Fahrwerk hat. Das ist dafür da, wenn wir auf eine Fregatte landen wollen, hinten, da kann das Fahrwerk quasi Unebenheiten, also Neigungen vom Schiff ausgleichen. So kann man es erklären. Radarzelo hergestellt, Green Deck. Meldung BAS mit Harpun und Lasche gesichert. Meldung BAS mit Harpun und Lasche gesichert. Red Deck. Befehl Red Deck. Ja, gut. Entsprechend der Command Intentions hieß es nach Landorn erstmal Shutdown und Einweisung aufs System. Wo kamen jetzt die beiden Windels her? Kommandeproof. Ja, verstanden. Kommandeproof. Wir bereiten vor.
Der macht drei Visual Approaches, das heißt, er wird gleich von uns immer wieder gestartet und kriegt die Möglichkeit, dann selber Anflüge an unser Schiff zu machen. Das übt den Piloten und die müssen auch so und so viele Landungen müssen die haben, um ihre Lizenz quasi zu erhalten bzw. sogar zu erweitern. Bei Green. Ja, das hat die Brücke so mit. Der Helikopter ist informiert, dass er nach Green Deck entsprechend nochmal nach der Starterlaubnis fragt. Rot, 10 mit 30 Toten, Schiffsbewegung in den Limits, Luft- und Seeraum im Nahbereich frei. Radar Zero hergestellt, Green Deck. Fürs erste Mal nach langer Zeit Flugbetrieb hier wieder auf dem Schiff. Ist sehr gut gelaufen. Den Rest, den machen wir jetzt nach und nach die Tage in der Theorie und auch in der Praxis. Es gibt auch Notlagen, die wir halt noch durchsprechen müssen. Die FGS Eckernförde hat vom FHQ den Auftrag bekommen, den einfachen Kontakt Simon B. zu kontrollieren. Meine Absicht ist es, Rollops ab 0900 Local Time in 4 Phasen mit Einsatz von 2 Speedbooten in 2 Wellen durchzuführen. Das Kerngeschäft an sich ist sehr mannigfaltig. Landseitige Sicherung bis seeseitige Sicherung auf Schiffen der deutschen Marine oder auch auf anderen Einheiten. Das Hauptgeschäft ist nach wie vor das Boarding. Das Boarding an sich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Neue Folge wartet schon auf euch. Folgt uns auf Instagram, abonniert uns auf YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein. Ciao.